Hallo Schachfreunde, wir bleiben beim Thema Eröffnungsfallen. Im letzten Video habe ich ja eine nette Partie gezeigt mit dem Läuferspiel und wir bleiben beim Läuferspiel. Hier eine Partie nun von Helmut Pfleger gespielt gegen Klaus Herzog in Berlin 1960 und eine Eröffnungsfalle ist es im Prinzip nicht, die hier aufs Brett kommt, sondern Weiß bestraft den Schwarzen für sein recht schlechtes Eröffnungsspiel. Schauen wir uns an, was aufs Brett kam. Nach den Zügen E4, E5 kam der Läufer nach C4 von Helmut Pfleger gespielt in seinen jungen Jahren. Er war ja jemand, der schon am Brett sehr aggressiv spielen konnte, auch wenn er immer diesen recht gemütlichen Eindruck macht. Ich habe ja ein paar Mal gegen ihn spielen dürfen und ich kann sagen, er ist am Brett sehr ehrgeizig und wenn was nicht so läuft, wie er es gerne hätte, dann merkt man, wie er wütend wird, wie er versucht, am Brett die Entscheidung zu finden. Also er ist schon ein sehr, sehr starker Großmeister. Und 1960, da war er noch richtig jung, da hatte er noch diesen ganz kraftvollen Elan und hat die Fehler seines Gegners direkt bestraft. Schwarz zog hier nun den Springer nach F6, das ist soweit alles okay. Und Weiß befragt direkt das Zentrum mit dem Bauernzug D4. Das ist ein guter Zug, das ist konsequent. Weiß möchte hier direkt auf Angriff spielen, Linien öffnen, schnelle Figurenentwicklung vorantreiben. Und an dieser Stelle hat Schwarz bereits den ersten Fehler gemacht. Er zog hier Springer schlägt E4. Also das sollte man in dieser Eröffnung und wahrscheinlich auch in vielen anderen Eröffnungen, in denen dieses Motiv aufs Brett kommt, unterlassen. Viel besser ist es, ganz einfach den Bauern auf D4 zu nehmen und beispielsweise mit Springer F3 und Springer C6 in eine ganz normale Partie überzugehen. Aber Schwarz wollte hier wahrscheinlich ins Abenteuer sich stürzen und hat dies mit dem Springerzug nach E4 auch getan. Es ging nun weiter mit D schlägt E5 und schon jetzt steht dieser Springer auf E4 doch recht fraglich. Was will dieser Springer? So zentral, normalerweise eine gute Stellung, eine gute Position für den Springer, aber er hat momentan kein Ziel, er hat momentan keine Sicherheit und wir sehen es, es ist noch keine weitere Figur entwickelt. Die Bauern von Schwarz stehen noch hinten drin, also der Springer, der steht hier auf verlorenen Posten. Er muss aufpassen, dass er nicht gefangen genommen wird. Und deswegen zog wahrscheinlich Schwarz nun den Springer nach C5 und beginnt damit praktisch ein Springerabenteuer. Und wir werden mal schauen, wo dieses enden wird. Helmut Pfleger, der zog hier den Bauern nach E4 und das war schon eine Empfehlung von Keres. Ebenfalls gut ist es hier, den Springer einfach nach F3 zu ziehen, Entwicklung anzustreben, schnell die kurze Rochade auszuführen und die Partie mit Entwicklungsvorsprung zu gestalten. Aber der Zug F4, der sieht auch schon richtig gut aus. Weiter ging es nun mit Springer auf E6 und wieder ein Feld für den Springer, wo er sich überhaupt nicht wohlfühlt. Was will dieser Springer hier? Es ist für mich absolut fraglich, was Schwarz überhaupt in dieser Partie möchte. Er macht einen Zug nach dem anderen mit dem Springer und wir haben doch alle schon gelernt, dass man in der Eröffnung Figuren bei der Entwicklung nur einmal ziehen sollte. Natürlich, es gibt auch Ausnahmen, zum Beispiel die Aljechin-Verteidigung. Aber in der Aljechin-Verteidigung, da macht das Ganze noch etwas Sinn. Hier hingegen macht der Springer wilde Züge auf dem Brett ohne Sinn und ohne Verstand. Es ging nun weiter mit Springer auf F3, Weiß entwickelt seine Figuren und nun ein Zug, der wieder sehr fragwürdig ist, H6. Und das hat wahrscheinlich den Hintergrund, Weiß möchte natürlich den Bauern nach F5 ziehen. Und dann ist natürlich wieder die Frage, wo springt dieser Springer denn nun hin? Er hat natürlich wieder recht wenig Felder. Er kann praktisch nur auf das Feld C5 zurück, aber da will er wahrscheinlich nicht hin, sonst wäre er da gleich geblieben. Und deswegen zog wohl Schwarz hier den Bauern nach H6. Macht überhaupt nichts für seine Entwicklung, aber wie auch gute Züge zu finden für Schwarz ist in dieser Stellung schon ziemlich schwer. Die Idee hinter H6 ist sehr wahrscheinlich, den Springer nach G5 ziehen zu können, damit der Springer auf G5 einfach noch ein Fältchen hat. Aber gut. Das hindert Weiß nun nicht daran, den Bauern trotzdem nach F5 zu ziehen, was Pfleger auch machte, greift den Springer an und er zog nun nach G5. Den könnte Weiß natürlich jetzt einfach nehmen, aber Weiß macht es richtig. Weiß setzt mit Entwicklungszügen fort. Der Springer, der rennt einem ja nicht weg. Helmut Pfleger hat hier die Rochade gespielt. Ein guter Zug und nun wieder ein unglaublich schlechter Zug von Schwarz und zwar Springer schlägt F3.
Die Dame nimmt zurück und nach 6 Zügen verschwindet der schwarze Springer von der Bildfläche. Weiß hat sich inzwischen erfolgreich entwickelt. Also 6 Züge mit dem Springer. Man muss sich das mal vorstellen. Der Springer hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Züge auf dem Brett ausgeführt und hat nichts erreicht, außer die Entwicklung von Weiß voranzutreiben. Also so darf man nicht spielen und das sind auch keine Ausnahmen. Also ich sehe das sehr, sehr häufig in Partien, dass ein Springer mal hierhin gezogen wird, mal dahin gezogen wird, dass mit dem Läufer irgendwie einfach nur auf dem Brett umhergewandert wird, dass die Entwicklung zurückgestellt wird, dass die Entwicklung überhaupt nicht beachtet wird. Und das sind meistens Fehler, die man bei Anfängern sieht und man muss diese auch bestrafen können. Und Helmut Pfleger, der weiß, wie man solche Fehler bestraft. Schwarz zog nun den Bauern nach C6. Wahrscheinlich will er irgendwie hier mit dem Bauern nach D5. Aber das ist alles zu langsam. Weiß ist hier vollends entwickelt. Der weiße König, der steht sicher. Weiß kann praktisch schon direkt angreifen. Er hat hier auf der F-Linie eine Batterie. Und die schwarzen Figuren, ja, die versauern noch auf der Grundreihe. Also, das kann nicht gesund sein. Und in dieser Stellung, da zieht Schwarz einfach den Bauern nach C6. Er hat im Prinzip überhaupt nichts erreicht, überhaupt nichts für seine Entwicklung getan. Zwei Bauernzüge, die wirklich erbärmlich sind. Weiß zog nun den Bauern ganz kraftvoll nach F6. Und das fordert den Schwarzen ja direkt heraus. Schwarz hat überhaupt keine Zeit, sich zu entwickeln. Er muss sich jetzt entscheiden, was er mit dem G-Bauern macht. Und natürlich, Schwarz hat sich für die wohl schlechteste Möglichkeit entschieden. Er hat mit dem Bauern auf F6 genommen. Und es ist eigentlich offensichtlich, die Figurenkoordination von Weiß ist auf Angriff getrimmt. Hier will alles Richtung König. Hier will Weiß ganz einfach matt setzen. Wie gesagt, es wäre vielleicht besser gewesen, hier direkt einfach vorbeizuziehen mit dem Bauern, aber auch das würde dem Schwarzen wohl nichts mehr helfen. Den Bauern zu nehmen, ja, das verkürzt sehr wahrscheinlich das Leiden von Schwarz. Und nun wieder sehr kraftvoll von Helmut Pfleger gespielt. Läufer schlägt F7. Noch immer stehen alle Figuren von Schwarz auf der Grundreihe. Und so ein Läuferopfer, das muss man nicht berechnen. Das spürt man. Hier kann es sich Weiß definitiv leisten, einfach eine Figur zu opfern. Denn sein Entwicklungsvorsprung ist so weit fortgeschritten. Hier kann der Läufer gleich noch rauskommen. Hier sind Angriffsfiguren, die direkt gegen den König wirken. Hier kann Weiß definitiv eine Figur opfern, um die Festung des Königs aufzureißen. Der schwarze König nimmt den Läufer und nun folgt Dame auf H5 mit Schach. Und hier zog Schwarz den König nach G8. Er wollte sehr wahrscheinlich nicht in das Schach hineinrennen. Nach König G7 folgt dann das Schach direkt auf F6 und nach König E7 ebenfalls das Schach mittels Bauer schlägt F6. Aber der Königszug nach G8, der ist nicht besser. Hier kommt trotzdem das Schach mit der Dame und zwar auf dem Feld G6. Und der Knoten des Schicksals, der zieht sich langsam zu. Schwarz hat überhaupt keine Möglichkeiten. Noch immer stehen alle Figuren hinten drin. Aber wann will er diese auch entwickeln? Er steht ja ständig im Schach, muss forcierte Züge machen, hat überhaupt gar keine Zeit, irgendetwas auf dem Brett zu veranstalten. Läufer auf G7. Der Läufer zieht dazwischen direkt in die Fesselung hinein und nun E schlägt F6. Der Bauer greift nun den Läufer an, es droht matt und der einzige Zug, der hier noch irgendwas zusammenhält, ist wohl Dame auf F8. So kam das auch aufs Brett. Es wurde noch vorgeschlagen, einfach den Turm nach H7 zu ziehen, aber dann folgt wieder sehr kraftvoll, Sie sehen es bestimmt, Läufer schlägt H6 und Schwarz kann direkt aufgeben. Aber so kam es nicht, der Turm blieb auf seinem Feld H8 stehen, die Dame zog nach F8 und nun der letzte Zug F7 mit Schach und Schwarz gab die Partie an dieser Stelle auf. Wir schauen uns noch kurz an, was passiert wäre. Für die, die es interessiert, nach F7 muss ja die Dame diesen Bauern nehmen und es folgt neben dem Damenverlust dann direkt auch nach König H7 und Turm F6 das Matt. Also hier hat Schwarz nichts mehr zu melden. Und der Fehler von Schwarz, der ist eigentlich recht einfach. Schwarz hat bereits im dritten Zug, als er den Bauern auf E4 genommen hat, den ersten Nagel in seinen eigenen Sarg gehauen. Also das darf man so nicht spielen in der Eröffnung. Da muss man die Figuren entwickeln, den König sicherstellen, im Zentrum arbeiten. Das sind alles die Dinge, die
Schwarz hier nicht beachtet hat. Er zog sechsmal mit seinem Springer umher und das hat Helmut Pfleger direkt bestraft. Ich hoffe, auch diese Partie hat etwas Spaß gemacht. Keine Eröffnungsfalle im Sinne der Falle, sondern einfach nur ein Beispiel, wie man Eröffnungsfehler seines Gegners bestrafen sollte. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.